Servus Leute und guten Tag, hier ist wieder euer Manu und ich möchte euch heute eine neue Sache zeigen, und zwar wie ihr hier eure Black Mask farmen könnt. Was ist eine Black Mask? Ganz einfach, eine Black Mask ist eine Item, die im Moment auf Markt auf RuneScape 07 750k wert ist, und ja, eure Stats müssen dafür nicht unbedingt krass sein oder so. Ihr benötigt auf jeden Fall 58 Slayer und halt die Quest-Voraussetzungen. Ja, ihr benötigt nämlich eine kleine Quest, die nennt sich Cabin Fever. Und noch mehrere einzelne Questen für diese Quest. Naja, egal. Damit endet ihr wahrscheinlich bei 50 Schmieden und sowas, alles mögliche, und 50 Fischen und so weiter. Aber das kriegt ihr schon hin, das ist jetzt nicht das Schwerste. Jo, erzähl ich weiter. Also die Black Mask erhöht euer Damage auf bei Slayer Task um, ich glaube, sie wissen 15%. Jo, ich glaube 15% sind's. Wo bin ich hier gerade? Ich bin hier gerade, wenn man die Map mal öffnet, hier unten. Man muss erst nach Port Phasmati hier, geht hier zum Bill und wird dann hierhin geportet. Dort. Rennt hier hoch, kann auch banken, geht hier rum, zack. Und ist dann hier. T-Clocks, okay. Wie viel sind's? 4. Wow. Naja, egal. Man droppt circa alle 2,5 Stunden eine Black Mask. Also, der Loot ist in Ordnung. Das ist ein Stundenlohn von, sagen wir mal, 300k kommt hin. Das heißt, ich werde es jetzt ein paar Stunden machen hier. Vielleicht habe ich ja Glück. Ich glaube zwar nicht, aber naja. Weil ich es mit Prayer Pots mache. Ich bin jetzt hier schon seit einer halben Stunde, glaube ich, zu wissen. Und habe verbraucht 3 Prayer Pots. Also, es ist zu verkraften. Durch meinen Prayer Bonus halte ich ziemlich lange aus. Und die Holy Ranch, die man bei den Vorquesten kriegt, für die, wo man hierher kommt, die gibt einem immer noch einen Prayer-Bonus. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Punkte dazu kriege, also 10 Prayer-Punkte für einen Schluck, kriege ich durch dieses Ding 11 bis 13. Das ist schon gar nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall sehr profitabel, wenn man mit Prayer levelt oder farmt oder wie auch immer. Und ich weiß, da liegt gerade ein Adamant-Helm, aber ich will einen Slot frei halten für irgendwelche guten Drops. Ich bin jetzt kommen mit Level 88, nice. Ich bin gerade stärker Level 64 gekommen. Und wie ihr sehen könnt, hören könnt, höre ich wieder Happy Hardcore. Ich bin wieder im Happy Hardcore Fieber. Naja. So, da hat was geschrieben, ne. Ich glaube, da ist gerade irgendwas so ein Special aktiviert oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ist ja auch Latte. Level 99er, der hier farmt. I will Wump. Naja. Also, was benötigt ihr hier auf jeden Fall allgemein? Ihr benötigt auf jeden Fall 43 Prayer. Ist sehr zu empfehlen. Und das müsst ihr zu oft banken, und das ist natürlich sehr unprofitabel. Das, was ich jetzt hier gerade mache, kostet zwar ein bisschen mehr, aber ihr müsst bedenken, ihr braucht kein Essen. Ihr müsst nicht banken, also ihr müsst fast nie banken, alle 2,5 Stunden oder so. Das heißt, jede Black Mask einmal banken, yay. Ja, dann lohnt sich's wenigstens. Und, ja. Das Schwerste sind echt die Questen, die man vorher machen muss. Das Farm hier ist echt gechillt, die Mobs sind 3 Hits. Wenn man ein höheres Stärke-Level hat, sind sie sogar schon nicht 2 Hits. Also ist easy peasy. Yo, was kann man dazu noch sagen? Ihr solltet lieber einen Ring of Life tragen. Ich trage gerade einen Berserker-Ring, weil, ganz ehrlich, scheiß was drauf. Ich will mehr Damage machen, und das ist, glaube ich, ein zu hohes Read. Ja. Ärgerlich. Komm, hier über den Longbone auf, das ist wertvoller. Genau. Noch ein Lag, fick dich doch. 320 GP, als wenn ich es gebrauchen könnte. Ach, das war ja das, genau. Und ich wollte den Longbone aufheben, so. Den Longbone, so. Dann ist noch einer. Yo, ich weiß noch nicht, also wie hat euch mein Byros-Video gefallen? Habt ihr es schon gesehen? Wenn nicht, dann geht auf meinen Kanal und guckt es euch an. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, endlich mal wieder bei Byros zu sein. Hat Spaß gemacht, dort mit Slash abzuhängen und zusammen Byros zu machen. Ich habe 3 Runs gemacht, er einen. Entschuldigung. Den Spruch musste ich einfach bringen, sorry. Yo. Wie gesagt, ich bin jetzt seit 35 Minuten circa und habe auch keine Black Mask gedroppt, aber mein Ziel ist es hier nicht, jetzt übelst der Rich Man zu werden, sondern eigentlich nur eine Black Mask zu droppen. Und danach haue ich hier wieder rein. Beziehungsweise ich fahre heute bis 23 Uhr, und wenn ich 2 droppe, droppe ich jetzt 2. Das heißt, ich droppe jetzt noch 2 Stunden circa, farm 2 Stunden, sorry. Also eigentlich müsste ich schon eine droppen, vermutlich. Hoffentlich. Ja, wenn nicht, scheiß was drauf.
Da habe ich ja nichts versucht. Kaktus Seed. Ne, Crap. Ich hätte mir meinen Dragon Dagger mitnehmen sollen, fällt mir gerade auf. Kann ich nächstes noch DDS Special machen? Na, wobei die Dinger sind so schnell tot. Dann in die nächste Runde nehme ich mir einen Dragon Dagger mit. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe Pots für 2 Runden gekauft, also Rana Weeds gekauft für 2 Runden. Dass ich mir Prayer Pots für 2 Runden machen konnte. Dass ich kann nach diesen 2,5 Stunden dann nochmal 2,5 Stunden herfahren gehen. Yo. Und wir müssen da wahrscheinlich Stärke 66 oder so. Jo, ach ja, zum Thema Stärke und Attack Verteidigung bei mir. Attack und Verteidigung sind ja 70. Und Stärke mache ich jetzt auf, also Outmans 99 vermutlich. Also ich level jetzt nur noch Stärke. Nur noch Stärke. Attack und Def scheiß ich jetzt drauf. Thema Fire Cape. Da muss ich überlegen, Leute. Da muss ich echt überlegen. Ich habe jetzt mein Prayer fertig. Hab meine Rune Glows, höher mache ich sie ja erstmal nicht. Hab 70 Death, 70 Attack, das heißt, meine Voraussetzungen für Barrels sind fast fertig. Ich benötige eigentlich nur noch Stärke. Wenn ich so Stärke 75 habe und Range 70, dann fange ich an mit Barrels, also nicht Barrels, dann mache ich mir mein Fire Cap, sorry. Ich meinte Fire Cap, sorry. Dann mache ich mir mein Fire Cap und ja. Also schwer wird's nicht. Ich mache davon Videos und also. Peanut hat's ja schon versucht und ja. Ist vor uns schon gestorben, aber hey, komm, kann eben mal passieren. Viel Glück beim nächsten Mal. Wird schon. Potato Seed, schade. Yo. Ich könnte auch jetzt einfach ein 2-Stunden-Video machen, wie wär's? Wüsste aber nicht, was ich 2 Stunden labern soll, wobei ich wüsste schon. Ich glaube einfach den ganzen Müll wie immer. Ich sehe ja gerade, dass ich doch etwas öfter banken muss, alle 2 Stunden circa. Wegen meinen Attic-Stärke-Pots. Ich potte immer circa, wenn 7 Punkte weg sind. Also circa jetzt. Wie ihr gleich sehen könnt, habe ich jetzt 85 Attack. Und wenn mein Attack auf 78 circa ist, potte ich. Jo. Das sind immer circa nach, ja, 7 Minuten. Circa. Ich glaube, 1 Punkt pro Minute verliert man. Und der nächste. Klar, man könnte es auch mit Prayer Switch machen, aber komm, es ist so wesentlich gechillter und man verbraucht eh so wenig Prayer Pots. Also ein Inventar kostet mich hier, ich hatte dabei vorhin 12, 14 Prayer Pots. Ein 6er Prayer Pot kostet, 6500 kosten 3er, geteilt durch 3 mal 4. Ein 6er Prayer Pot kostet 8, 6 Cabbage Seed und ein Weed. Achtung, Sekunde. Rana ist da, das passt doch. Wenn wir gerade beim Thema sind. 8, 6 mal 14. So. Mal 14 Sekunden, ne? Mal Mobs so rum. 121k plus die Stärke-Pots sind 20k circa. Plus die Attic-Pots sind circa 5k. Ups. Ja, bei 146k. Ja. Was ist denn jetzt der Drop hin? Da. Nein. Und wieso ich noch eine Tinderbox bei habe? Ich habe immer so ein bisschen, bin immer so ein paranoid. Manchmal kann es im Tunnel, also im Dungeon hier passieren, wo es dunkel ist, dass zwischendurch die Fackel ausgeht. Und dann kriegt ihr zwischendurch mal wieder Damage. Und das geht so weiter, bis ihr tot seid. Ja, von daher habe ich immer eine Tinderbox dabei. Dementsprechend konnte ich gerade die Mahagoni anzünden. Flipboard, jawoll. So rechnen wir weiter. Also haben wir nicht schon ausgerechnet. Das ist jetzt ein Inventar hier. Ein Inventar sind, ach komm, jetzt leck mich, du scheiß Albino-Ratte, Fledermaus. 146k Ausgaben. Das geht eigentlich. 146k für 3 Stunden Farm. Das ist nur Stunden. In den 3 Stunden droppe ich eine Black Mask. Das heißt, ich gebe 146k aus, kriege dafür XP und eine Black Mask. Also, wenn das nicht profitabel ist, weiß ich auch nicht. Also, Minus macht man hier garantiert nicht. Gut, wenn man jetzt Pech hat und 10 Stunden nichts droppt und dann auf einmal 5 Stück hintereinander droppt, also. Ihr müsst immer in Relation sehen. Also, wenn ihr jetzt 10 Stunden farmt, werdet ihr circa einen Durchschnitt sehen. Ihr seht dann alle 3 Stunden eine Maske oder so. Wisst ihr, was ich meine? Gut. Wenn ihr noch Fragen zu Black Mask Farm habt oder irgendwelche Black Maske schon gefarmt habt, dann ja, schreibt es doch in die Kommentare und sagt mir, wie eure Drop-Chance war oder
eure Erfahrung, ob ihr schon mal gefragt seid hier. Ja, erzählt mir was so dazu. Also ich finde es echt recht geil hier, also man kann recht gut Geld verdienen so. Aber wie gesagt, ich nutze es halt nicht zur Geldquelle, weil, ja, ich bin eher so auf Max-XP aus und, ja, das ist nicht gerade das, was man unter Max-XP versteht. Also dann müsste ich eher, wenn ich es als Layer-Task hätte, wäre es in Ordnung, aber so, ne. Ich will meine Black Mask am Ende. Yo, Farming ist bereits schon 65. Ich war gestern Abend sogar Platz 38. Yay. Also, komplett Platz 38. Jetzt bin ich Platz 49 oder so. Ist mir auch egal, ganz ehrlich. Ich achte da zwar jeden Tag drauf, aber ist egal, ob ich jetzt hoch oder runter gehe. Im Endeffekt werde ich eh irgendwann Platz 200 sein oder so. Weil ich kann nicht so krass suchen wie die ganzen Lappen. Ich finde sowieso krass, ohne Witz, Leute. Ich mache am Tag ca. 4 Combat Level, Tod Level. Und die Platz 1er, die machen auch 4, 5 Tod Level, aber die brauchen länger. Also, wisst ihr, wie ich meine? Die machen von 80 auf 84 und ich von 60 auf 64 und die sind genauso schnell wie ich. Also, schon keine Ahnung, wie die das machen, das ist halt heftig. Einfach nur heftig. So. Jetzt habe ich auch genug gelabert, Leute. Haut rein und viel Spaß beim Zocken und viel Glück beim Droppen. Ach ja, eine Sache noch. Das Thema Dagan of Kings. Dazu wird kein Video mehr kommen. Ich hab's verkackt, ganz ehrlich. Ich werde es nochmal mit einem anderen Team versuchen, beziehungsweise mit besserer Vorbereitung. Das war sowas von gar nichts. Ja. Deshalb eine Frage, Leute. Eine Frage an euch. Zählt das... Also ich habe ja bisher einen Killcount von 0. Also ich wurde noch bisher 0 mal gekillt von Spielern und von Mobs. So, zählt das als Kill? Also ein Tod von mir, wenn ich bei Bossen bin, also bei Dagan of Kings, bei 1/10 von meinem Ring of Life weggeportet werde und dann in Lumbridge durch Gift sterbe. Ist das jetzt ein Kill oder ist es kein Kill? Also ich konnte meine Sachen alle wieder aufheben. Und ich weiß nicht, es ist so eine... Also ich sehe es nicht als Kill-Count. Aber wie seht ihr es, Leute? Schreibt es unter die Kommentare. Also ich sehe es nicht als Killcount. Wie seht ihr es so? Weil ich will meinen Killcount eigentlich gerne auf 0 lassen. War so ziemlich fixiert darauf. Und mein Killcount gegen Spieler wird auf jeden Fall bei 0 bleiben. Ich werde nicht pikan. Jo. Naja, schreibt es in die Kommentare. So genug jetzt mal genug gelabert. Haut rein, viel Spaß mit Zocken. Viel Glück und haut rein. Ciao. Und es ist soweit, Black Mask Nummer 1. So sieht's aus, Leute. Oh, hier gefällt's mir. Nach circa 40 Minuten die erste Black Mask. Jawoll, Bitches. Ein Drawfee Seed, zwei Snapdragon Seeds und ein Quorum Seed und 25 Naturruhen und 20 T-Clocks. Es ist echt geil hier, muss ich schon sagen. Weiter geht's. Level. Oh, dicke Kont erstmal eine Clue Scroll gedroppt. Ja, ob ich die machen soll, weiß ich nicht. Soll ich die machen, die Clue Scroll? Ich weiß nicht. Ich werde es mir überlegen, mal gucken. Sorry, das Leute, jetzt muss ich erstmal aufnehmen, kurz, Sekunde. Ich renne da kurz hin. Wo ist er? An Arovai. Ich muss es euch zeigen, was sie trägt. Ein Quest Cape. Da könnt ihr das erkennen. Nice Cape. Da muss man gratulieren. Oh Mann, krass. Nice. Yo, Leute. Blackness Nummer 2 nach einer Stunde und 25 Minuten circa. Jo, läuft, ne? Warte, ich schreibe mal kurz den Chat. Blackness 2 nach circa 1 Stunde und 30 Minuten. Yo, so läuft's. Und 3 Snapdragon Seeds und, ja. Also mein Loot ist auf jeden Fall verdammt geil bisher. Läuft. So, da sind wir jetzt 2,5 Stunden später. Unseren Loot von 2,5 Stunden wollte ich noch eben zeigen. Und ausrechnen, wie viel Plus bzw. Minus wir gemacht haben. Aber da man sehen kann, dass ich 2 Black Mask gedroppt habe, würde ich sagen, dass wir kein Minus gemacht haben.
Und wieder T-Glocks, nice. Über die T-Glocks freue ich mich persönlich sehr, sehr doll, weil diesen Assi-Arbeit, diese zu besorgen, weil man muss ja jetzt nach Taipei wohnen, bla bla, und ein bisschen nervig und ja. Muss ich so nicht machen. Dementsprechend rechnen wir uns alles nochmal aus, wie viel ausgegeben haben. Ich will ja hier euch alles darbieten. Kunde. Ihre zieht, ja. Wir hatten dabei 14 Prayer Pots, das heißt 6,5 kosten Prayer Pot, ein Dreier durch 3 mal 4, weil er 4 Ladungen hatte, mal 14, weil ich 14 Stück hatte. So, da lang. Ne, ob das jetzt rechne ich gerade Sekunde. Ich muss meinen Taschenrechner neu aufmachen. Sekunde. Also, nochmal von vorne. 6,5 durch 3 mal 4. So. Mal 14. Bumm. 121.000, wollte ich schon gerade sagen. Ein bisschen so hoch die Summe. So. Den noch eben killen, zum nächsten Mob rennen und dann. So, und Konzert 4 ist unwichtig. So, ich habe mich jetzt irgendwie immer an diesem See da. Immer um den See rumrennen. Weil hier sind sehr viele Horror. Okay, for us. Deshalb bleibe ich hier erstmal so. Und fahre mal halt um diesen See herum. Und irgendwie sind die so schnell tot, dass man gar nicht labern kann. Okay, 4 Prayer Pots, 14 Prayer Pots, dann dazu noch ca. 5k wegen Attack Pots, ca. ja, sagen wir ca. 22k wegen Stärke Pots. Das sind auch noch 4 Stück. So. Haben wir Ausgaben von 148k. So. Was haben wir verdient? Also merkt euch einfach mal, wir runden auf, wir haben ausgegeben 150k. Haben verbraucht 2,5 Stunden. Bei einem Stunden, na, werden wir gleich sehen. 150k sagen wir circa pro Stunde. Wir haben verdient 2 Black Mask, das sind schon mal 1,4 Millionen. 1,4 Millionen. Dann haben wir noch 3 Snapdragon Seed plus 75k. Das ist die Anpflanze, verdient sogar noch mehr dadurch. Plus 1k Dantin, das sind 5k. Plus 1 Draft Weed Seed, das sind 10k. Plus 1 Quorum Seed, das sind für mich 5k. Ach, da hinten. So. Jetzt unseren See zurück. 3 Iren Seed, die sind nichts wert, von daher plus 3k. Plus 2 Totflix zieht, sind für mich 1k pro Wert. So, jetzt kommen wir zu den Nuts. Sogar 3 Totflix, das ist auch nicht so wichtig. Die Nuts. 138 Nuts. Boah, da habe ich keinen Bock groß auszurechnen. Sagen wir einfach plus 40k. Die schwanken ja die ganze Zeit irgendwie. So. Aber 84 T-Glocks sind 1k wert. Also 1k pro. Weil sie halt alle assi zu besorgen sind. So, dann haben wir noch ein Kur, das sind 3. Und noch ein Totflexid. Eine Sekunde. Letzten Prayer Plus Schluck trinken. Wegschmeißen, so. Das ist echt zu hoch. Dann haben wir jetzt ca. 1k, 2k, 3k, 10k, 16,5. Sagen wir ca. 20k durch die Herbs. Okay, plus 20k. Ja, bei 1,644 Millionen. So. Minus unsere 150k. Dann sind wir bei einem Gewinn von 1,494 Millionen. Das rechnen wir durch. Wie lange haben wir gebraucht? 120, also 150 Minuten ca. Durch 150 Minuten, das ist ein Minutenlohn von 9,96k. Das mal 60 sind wir bei einem Stundenlohn von 597k. Also ein Gewinn pro Stunde. Man sagt 600k. Gut, also ich würde sagen, das ist doch ein bisschen, ja, die Summe ist falsch. Weil ihr könnt nicht berechnen, dass ihr in 2,5 Stunden 2 Masken droppt. Also eigentlich droppt man ja in 3 Stunden eine. Ich hatte einfach verdammt Glück. Würde ich mal so behaupten. Also so sagt er die Geistes. Also ich weiß nicht, ich habe ja noch keine 50 Stunden gefahren. Ich weiß nicht genau, wie der Durchschnitt ist.
Ich werde es herausfinden, ich werde vielleicht heute auch noch ein bisschen hier farmen. Denn es ist schon ziemlich lukrativ und ich bin gerade ein bisschen pleite, aber naja. Lohnt sich das schon, ein bisschen Geld zu nehmen, weil es wieder zu verdienen? Ja. Das erstmal mit Statement dazu. Farm Black Mask. Farmt Black Mask, Alter, mein Deutsch ist heute schlimm. Farmt Black Masks, Leute. Ihr benötigt dazu nur die Quest Krabin Fever. Ihr könnt ja selbst gucken, was ihr dafür für Questen braucht und vor Anforderungen und bla bla bla. Dann braucht ihr noch 58 Slayer und 43 Prayer. So, das sind die Sachen, die ich euch empfehlen würde. Und Prayer ist ein, ja, ist kein Muss. Aber Slayer ist ein Muss. Weil Slayer ist eine Voraussetzung, die zu killen. Ach, eine Sache muss ich jetzt noch sagen, Leute. ich habe bekommen insgesamt knapp 65.000 Stärke-XP. Das heißt, ich habe sogar noch pro Stunde, ja, circa 25.000 XP bekommen. In Stärke. Das ist jetzt nicht unbedingt gut, weil man muss eben Obst suchen, aber naja, was soll's. Somit haut da rein, Leute. Viel Spaß beim Zocken und man hört sich, ne?